So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Online gegen den guten Cedric. Mal wieder ein weiterer treuer Supporter von mir, Teil der Super Friends. Kann meine Videos also früher sehen als alle anderen. Falls ihr das auch wollt und gegen mich online spielen wollt, checkt mal den Links unten in der Videobeschreibung aus, wo steht, nächste Folge früher gucken oder was nicht alles. Der hat sich ein Hell in a Cell Match gegen mich gewünscht und das bekommen wir jetzt auch. Wir spielen beide Leute aus dem DLC-Paket. Er ist Dusty Rhodes, er ist Mr. Perfect, ich habe einen Corner-Slot mehr. Mal sehen, ob das eine Rolle spielen wird im Verlaufe des Matches. Dafür hat der gute Dusty Rhodes etwas bessere Gesamtwerte. Gucken wir einfach mal, wie gut das hier verlaufen wird, ne? Sehr gut wird das, hoffentlich. Weiß noch nicht, vielleicht gehen wir auch ein bisschen aus dem Käfig raus. Ich weiß aber auch nicht, ob die beide überhaupt die Fähigkeit haben oder eingestellt haben auf einen Hell in a Cell Finisher. Ich meine, hatte denn einer von den beiden schon mal Hell in a Cell Matches? Also ich weiß, dass Jules hat auf jeden Fall Steel Cage Matches. Aber ich glaube, in der Zeit von Drew Henning, gab es noch keine Hell in a Cell Matches. Die gab es erst in den 90ern, ne? So, ja, voll cool, würden wir Leute aus dem Chat. 170 Leute sind gerade live bei Hitbox dabei. Wäre wieder cool. Ist der Henning ja. Würde mir einer sagen, ob jemand von den beiden die jeweiligen Fähigkeiten hat. Ansonsten bräuchte man das ja gar nicht erst probieren. So. Zack. Das ist ja, das wird ja ein einziges Counter-Battle. Dann auch nicht. Manhattan Drop. Nice. Können wir aufs Top-Rope gehen. Ich habe euch ja die ganzen DLC-Charaktere vorgestellt. Ich habe euch alle Entrances gezeigt. Ich habe euch alle Special-Moves gezeigt. Also Finisher und Signatures. Einfach mal das Ganze suchen auf meinem Kanal, geht auf meinen Kanal, dann auch suchen und dann, weiß ich nicht, Legends DLC oder so mal suchen. Schöne Auswahl, aber die kann ich doch nicht. Ich kann doch hier keine Submissions. Was soll denn das, Cedric? Was soll denn das? Letzte Episode, falls ihr die verpasst habt, letzte Online-Episode war sehr, sehr interessant. Dort haben wir ein Triple Threat Steel Cage Match bestritten mit der Einigung, dass wir nicht Pins und Submissions ansetzen. War sehr, sehr interessant. Interessantes Ende auch. Stellt dort mal ein. War sehr cool. So, gehen nochmal aufs Top Row, probieren es ein weiteres Mal. Bin anscheinend etwas zu großzügig mit meinen Counter Slots, wie es scheint. Denn ich habe jetzt keine zwei mehr gerade, aber Dusty Rhodes hier nur mit einem Start. So, macht ebenfalls Manhattan Drop an uns. Ja, kriegen wir noch einen. Okay. So. So, auf geht er. Aber in die Seile. Kommt zurück, bitte. So. Seile. Und einfach mal abfangen. Back. Body. Drop. Ich glaube auch nochmal in die Seile. Wow. Socket Kick mit Anlauf. Wie sich das gehört. Freistoß nicht das Ganze. Ach, schön. Wann tonnest du? Herr Rhodes. Ja. Ich bin jetzt raus. Aber wozu Stamina dafür verschwenden? Dafür haben wir doch noch. Wir haben beide noch genug Stamina. Das ist ja voll nice. So. Ich erwarte ihn mit offenen Armen. Running Aktion, habt ihr gesehen? Ist optimal verlaufen. Ja, da bist du eher selbst drauf gelandet als wir. Passiert. Oh, nö. Jetzt! Nee. Das ist dein Untergang. So, jetzt darauf drehen. Oh. Ich hab den noch nie verstanden, wie man die Moves so lenken kann. Manchmal mal links, manchmal mal rechts, manchmal nach oben. Ist es abhängig von der Kameraperspektive oder nicht? Wie war das in den früheren Games? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie verstanden. Aber gehofft und geraten aufs Beste. Bleib liegen. So, ich habe Signature Move, den wir hier so einsetzen. In 3, 2, 1, 7, 9. So. Next Snap. Nice. Du machst Cover. Einfach mal so. Ich würde auch abbrechen, würde länger als zwei durchhalten. Alles klar. Habe ich ein bisschen Momentum geschenkt. Freut er sich. Da freut er sich. So, wir können mal gucken, weil keiner hat mir geantwortet wegen dem Hell in a Cell Finisher. Aber boah, jetzt ist eine doofe Fähigkeit. Habe ich spätestens gemerkt, bei dem Hell in a Cell Match gegen John Cena mit Axel Tischer, ne, in der Karriere. Schulter rein. Ball rein. Aber hier, tatsächlich, wir haben einen G-Moment. Nice! Ich würde mal sagen, es geht nach draußen! Hol eure Sonnencreme! So. Denn umso höher man ist, desto dichter ist man an der Sonne. Und da kann man sich ganz schnell einen Sonnenbrand holen. Fragt mal den guten Axel.
Auf geht er. Hey! So nicht. Jetzt geh ich raus. Jetzt geh ich. Hallo! Ha! Ja, danke. So, erstmal kurz verschnaufen. Franz trinkt seinen Whisky. Okay. Lass mich hochkommen, wie ein Gentleman. Man schenkt nie jemandem Momentum, Franz. Doch! Ich mach sowas! Denn mir liegt es am Herzen, dass ihr ein spannendes Match manchmal bekommt. Nicht immer, aber online kann man das ruhig mal machen. So, mach ich auch im Karriere des Öfteren. Sag ich, ja, ich könnte das VS Submission ganz einfach gewinnen. Ja. Hans Axel hat doch einen Sonnenbrand wegen seinem Entrance. Stimmt, da war ja was. So, hier nochmal runter. Ich glaube, das Ding zerbricht jetzt, ne? Doch noch nicht. Doch noch nicht. Ja, why not? Why not? Eigentlich müsste das die Rose jetzt mal durch das Kommentatorenpult fliegen oder so, ne? Ja, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Ich hab doch einen Punch gemacht. Das sah ja aus wie ein Leg Sweep. Weiß auch nicht ganz. Was ist da los? So, einmal umdrehen, einmal umdrehen, einmal umdrehen. Ne, mein Freund! Du gehst nach unten! Sehr schön. Und er fliegt. Und er fliegt. Wie ein Vogel. Naja. Okay, dann warten wir jetzt kurz. Und eine Runde, kein Problem. Spring auf ihn drauf. Ach, stimmt. Weil ich noch sagte, das habe ich ganz vergessen. Ich springe auf ihn drauf. Moment. Der taunte zu lange. Probier mein Bestes. Er liegt noch ein bisschen. Ich springe! Okay. So. Okay, Cedric, pass auf. Spring jetzt du auf mich. Ich fange dich auf. Versprochen. Spring auf mich rauf. Auf geht's. Ich fange dich auf. Ich sag's dir. Spring auf mich. Komm. Ich. Jetzt. Auf geht's. Spring. Ich hab ihn aufgefangen. Hab ihn berührt, oder nicht? So, komm, ich bin ja so nett. Ich musste. Hab dann Konter gedrückt, als er gerade losgesprungen ist. Das dauert erstmal 2 Sekunden, bis er unten ankommt. So, komm wieder hoch. Ich bin netter Boy. Ich weiß. Bin viel zu nett. Muss auch nicht spielen. Mit Schaden sieht aktuell ganz gut aus, finde ich. Da lief ganz gut. Lief ganz gut hier. Okay, komm mal hin hier. In der Ringmitte. Cellmitte. Schade. Ich dachte, hätte er sein können, dass ich jetzt denke, Franz, warum ist das Bild eingefroren? Eingefroren, mein Gott. Hätte er sein können. Zack. Oh, jetzt hab ich keinen Ton. Jetzt habe ich keinen Ton mehr. Ihr habt noch Ton, ich weiß. Echt, ich weiß auch nicht, wie man die Boxen manchmal denken. Ja komm, ich möchte den mit Perfect Plex da durchhauen. Wie, er hat meinen rechten Analogstick Move. Den hat er gekostet. Das geht. Seit wann ist das denn möglich? Ja, Perfect Plex durch die Cell haben, das habe ich vor. Oh, fuck. Kann er mit dem Bionic Elbow mich da durchschauen? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Okay, Franz, bist du ready? Auf geht's. Jetzt aber zu früh. So eine Scheiße aber auch. Das war nicht mal sein Finisher. Na, ein Glück. Alter, einfach muss mich verarschen. Mach ich auch gerne. Okay. Der will mich da durchhauen. Kann das sein? Dann sein Finisher ausführen. Ich hab das so ein bisschen im Urin. Aber nee, jetzt macht das schon wieder. Du bist ja gemein. Du bist ja gemein, aber nee, ich seh gar nicht einmal, Freund. Zehnter Move. Zack. Alright. Pass mal auf hier, mein Freund. Pass mal auf hier. Es heißt Perfect Place, aber ich muss mich erst irgendwie positionieren, dass das auch wirklich durchgeht. Ich glaub, das Gefühl, das endet nicht so wirklich optimal. Moment. Hier, nochmal kurz drehen. Mal kurz Pause machen. Ich hoffe, das passt so. Kurz warten. Perfect Place. Nein, komm jetzt her! Komm her! So, jetzt aber. Ich gehe nochmal kurz hin. So, jetzt aber geladener Finisher. Jetzt müsste einigermaßen perfekt liegen, wenn er oben drauf ist. Hoffen wir mal aufs Beste. Sind wir bereit? Der geht doch wieder daneben. Doch nicht! Komm! Perfect Plex! Ja, jawohl! Nice! Nice! So gehört sich das! Und das ist gleichzeitig auch das Ende dieses Matches. Der Ref zählt durch 1, 2,
da kommt er nochmal raus, der Sack, ne? Da kommt er nochmal raus. Ich hab ganz vergessen, online, da braucht der Ref immer ein bisschen länger, aber hat einen Sinn. Das haben ja mittlerweile hoffentlich alle verstanden. Problem ist nur, jetzt kann er jederzeit mit seinem Finisher ankommen. So, aber nicht, wenn ich zuvor mit der Submission ankomme, ist lieber! Nein, mach ich nicht. Online sind so ein bisschen scheiße, ich weiß. Oh oh. Guck mal, da wollte er gerade seinen Finisher ansetzen. War aber nix, mein Freund. Bionic Katapult, ey, das wäre ja super. Problem ist, jederzeit kann er hier ankommen. Mit dem Finisher und den habe ich just gekontert. Was benutze ich hier für Worte? Zack. Freundchen, wenn ein Perfect Plex nicht reicht, dann kommt mal der zweite. So einmal Mike mit dem Leben. Bist du bereit? Perfect Plex Time! Und Cover hinterher, Pin-Kombo. Und das war's. 1, 2, 3! Nice! Sehr schönes Match. Danke, Cedric, für dieses super Match. Hat tolle Spots gesehen. Hat mich sehr gefreut. Das war's auch schon mit dieser Online-Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Viel Spaß. Was habt ihr so für intensive Hell in Cell Matches, wenn 2K16 erlebt? Schreibt es in die Kommentare. Daumen hoch für cool. Edward Goss, euer Franz, euer Verzog. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.